So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von GTA 5. In der letzten Folge haben wir scheinbar ein Auto getunt. Ich habe es schon wieder vergessen. Auf jeden Fall ist die ganze Sache zwischen Michael und Trevor ein kleines bisschen eskaliert. Wir wissen nicht, ob der gute Michael noch am Leben ist, denn der ist in den Händen der Chinesen. Und jetzt weiß ich, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Wir haben die 5 bzw. 6 Autos dem Davidson übergeben. Und ja, also wir haben keine Belohnung bekommen. Und die Assistentin meinte ja, eure Belohnung wird sein, dass Davidson, keine Ahnung, wie dieser Honk richtig heißt. Was? I can like you. Warum? Warum? Steht auf der anderen Seite. Fix your accent. Okay. Oh, da wird ein Hund vermisst. Lost dog. Grand. Ja. Und dann halt das, ne? Ja, also wir haben... Was haben wir denn gemacht in der letzten Folge? Ja, wir haben halt die Autos, ne, zurückgebracht, haben keine Belohnung bekommen. Und die Assistentin meinte, ja, wir sollten froh sein, dass der gute Davidson halt mit dem Geld, was er durch uns bekommen hat, in Aktien investiert. Und das ist unsere Belohnung. Was haben wir denn hier? Please pull forward. Wenn wir Benzin kann, ist da, können wir hier rein? Haben die hier Tankstelle überfallen? Ja. Ja, okay, nee, dann auf jeden Fall nicht, nee. Also 5 Minuten vor dem Feierabend hier noch einen Raubüberfall zu starten, nee. Die Arme sehen so ruhig nach Hause gehen. Und ja, jetzt werden wir ganz schnell, hoffentlich, bevor es grün wird, genau das blaue Auto hier schnappen. Sogar eine hübsche Frau. Und werden uns jetzt zum guten Franklin begeben. Der ist gleich dort. Und ja, schauen mal. Nee, Sprachnachrichten will ich nicht unbedingt teilnehmen. Ja, was die nächste Mission uns bringen wird. So. Ich bin da. Oh Gott, nein. Shut the fuck up! Thank you. Oh, my N-word, huh? What's up, homie, huh? Oh. What a, is that how you act, huh? When a ich hab's fast befürchtet gehabt. No, really? Oh, no. Oh, so what, it's just me getting hurt? Is that funny? No, huh? Man. Well, fuck you! I'm gonna put you in the fucking ground, you laugh at me again. Oh, mein Trevor. I have met a lot of assholes in my life, but you, oh, you're not long for this world if this is the way you fucking act. You little jumped up motherfucker. Look, how about this, man? Calm down. It was funny at first, man. I made a mistake. Unfortunately, man, you failed. It was funny, all right? I apologize. I accept your apology. Okay? All right, so let's hug it out. Nah! Right? You're so fucking funny, gotcha! Huh? Oh, fuck! No, I'm not funny! Fucking asshole! Oh, fuck! I had a difficult childhood. Damn, man, you all right? I'm just fucking on edge, you know? Look, I love you, right? But I would have... I would have just... Look, fucking... Look, man. Lester said you had some information for us about Michael. Michael? Fuck Michael. I hope he's dead. Man, I know y'all too, man. Come on, man. You two had beef before. But what the fuck happened in North Yankton? Somebody pinched him, man. Who? My friend Ron met these Chinese assholes. They're from Yangshan in China. We had some problems.
They mistakenly thought Michael was a human being and kidnapped him. Yeah, and now it looks like they're holding him somewhere in the city. Yes. Come on, bro. Well, go fuck yourself. You want that piece of shit? That's your fucking business, all right? He's dead to me, all right? And chances are, if and when I see him, he's gonna be dead to everyone else as well. Hey, come on, bro. Don't do that. You're pushing your luck, pal. What was that? What? What was that? Nothing. Ah! Asshole! Everybody! Assholes! Ach, Trevor. Hey, it's me. What did Trevor say? Man, Michael's being held by a Chinese crew. Because of Trevor. The irony isn't lost. I'm sending you an app for your phone. Michael's cell just came back online. This'll track its signal. It'll work better the closer you get. Be careful. Sure. Okay. Nein. Oh. I told you. He ain't my Gila. Don't try to persuade me you're not lovers. He's laughing at you, you fucking idiot. You're making a mistake. It costs a lot of money to track you down. I had to call in every favor I could in the Midwest. And then you kill several good men. Good day, huh? Good day. Good fucking day to you! Kill him! Trevor Phillips isn't coming. Whoa, 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 whoa! No, hey, hey! Hey! Hey, this is a big fucking mistake! Wir warten jetzt einfach mal. Wir gucken, wenn es geht. I'll help you get Phillips! Enough with that shit. Let me die in peace. He no love you. You die alone. Du allein sterben, er hat dich nie lieb, hab ich. I get the point, you asshole. I fry your ass like dumplings. Great. I always wanted to die as part of a crude racial stereotype. Ich hatte so Angst, dass mir einfach das Blut in den Kopf schießt, was ja dann passiert. Das ist ja schon ein richtig unangenehmes Gefühl, wenn man einen Handstand macht, aber dann, boah, das was passiert denn dann eigentlich, wenn das ganze Blut in den Kopf schießt? Kann man daran dann auch sterben? Eigentlich schon, oder? Ja, oh Gott, guck mal. Er hat schon einige Schnittwunden. Aber der Trevor, keine Ahnung, was er gerade für einen Film hat. Klar, der ist richtig salty, dass der Brad anstelle von Michael begraben worden ist. Und wo er die ganze Zeit gedacht hat, dass er halt im Gefängnis ist. Aber dass er dann auch Franklin zu angeht, hätte ich nicht gedacht. Ja, okay, gut, dann. Warte, Tracker 4 unten rechts in der App. In dem Menü. Ach, der Heilige. Oh nein! Was? In der App? Im App-Menü deines Telefons. Habe ich denn ein App-Menü? Hä? Ich kann echt nicht mehr trinken und essen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich gerade die Track Guy 4 App. Da bin ich. Ach so. So. Ist ein Links. Deswegen entschuldige ich bitte, wenn ich mich räusper, aber ich habe irgendwie mich verschluckt beim Trinken, obwohl ich mich eigentlich nicht verschluckt habe. Ach hier. Und... Ja, deswegen tut es mir leid, wenn ich mich vielleicht jetzt ab und zu räuspern muss. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich jetzt auch vor 2 Tagen extrem verschluckt. Hier müssen wir sein. Genau. Hier, oder? Ja. Oder? Hier. Hier irgendwo muss er sein. Wie kommen wir denn dorthin? Bin ich richtig?
Ach, ich bin falsch. Wo denn hin denn jetzt? Ich muss eins weiter. Aber es war doch, es ist doch hier eine Fleischerei oder ein Schlachthof. Komm, machst du auf. Hallo. Mach das fucking Tor auf, danke. Meine Güte. Wir haben noch Zeit. Er war gar nicht dort, verdammt. Ich habe viel Zeit verloren. Hier? Hey, he's in there somewhere. How you get in? Durch die Vordertür? Nein. Scheibenkleister, fuck, wie komme ich hier rein? Kann ich hier hoch? Nee. Es kommen bestimmt wieder irgendwelche Chinesen. Wo ich sagen muss, die Chinesen sollte man auch nicht unterschätzen. Ich habe da mal eine ganz interessante Dokumentation vor kurzem angeschaut. Die heißt die Übersee, oder die chinesische Überseepolizei, was richtig krank ist, weil da ging es um einen Chinesen, der halt damals in Hongkong mit gestreikt hat, als es hieß, dass Hongkong halt mit zu Peking gehört. Ne? Das heißt ja dann mehr oder weniger halt Zensur, ne? Also die Hongkong war ja immer noch so ein bisschen, ist ja, das heißt demokratisch, aber die hatten auf jeden Fall mehr Meinungsfreiheit als in Peking. Und ja, da war halt einer, der hat mit demonstriert und der ist dann, ja, mehr oder weniger nicht geschnappt worden, aber auf jeden Fall ist er dann ausgereist, weil halt die chinesische Behörde halt hinter ihm her gewesen ist. Und der ist dann über Hongkong in die Niederlande und dann von Niederlanden nach Deutschland und also gekommen. Und in den Niederlanden sowie in Deutschland hat ihn eine oder zwei unbekannte Nummern geschrieben, dass er halt ja getötet wird und die haben dann auch seine Aufenthaltsorte herausgefunden, haben gesagt, hier, du bist gerade in dem und dem Hotel, du bist gerade dort und dort und haben ihn richtig bedroht und haben auf seinen Namen irgendwie ein Hotel gebucht gehabt und dann gab es bei diesem Hotel, glaube ich, eine Bombendrohung oder sogar zwei, also es ist richtig krass und dann hatten die den, der hinter dieser unbekannten Nummer gesteckt hat, hatten dann den ausfindig gemacht und das war selber einer der, da weniger straffällig in China gewesen ist und anscheinend hat die chinesische Regierung oder Behörde oder Polizei oder was auch immer ihn dazu hat wahrscheinlich gesagt, hier, wir bedrohen deine Familie, wenn du das nicht machst oder irgendwas in der Richtung und ja, dann hat er halt das sich als seine Aufgabe genommen, Leute, die halt die chinesische Regierung kritisieren, zu bedrohen und gegebenenfalls auch umzubringen. Das fand ich extrem krass und ja, wie die es immer hinbekommen, zu wissen, wo derjenige sich befindet. Das war extrem interessant und total erschreckend. Und da gab es dann noch einen anderen Fall von einer, die auch im Ausland gewesen ist und hatte mit ihrer Großmutter über irgendein Programm halt gefacetimed. Und die haben sich ein Codewort ausgemacht,
wo dann die Enkelin wusste, okay, die werden gerade abgehört oder hört jemand mit und haben dann halt abgebrochen. Also mega interessant, diese Dokumentation. Wie gesagt, über die... Oh. Übersee. Die chinesische Überseepolizei. LOL. Oh, ui. Die chinesische Überseepolizei, so hieß die Dokumentation. Sehr interessant. So, wirst du jetzt schon... Müssen wir dich jetzt irgendwie hier runterbringen? Können wir dich irgendwie hier runterbringen? So, wo haben wir den denn? Where are you, my friend? Aber die chinesische Regierung hat es natürlich bestritten, dass es da Leute gibt, die halt die Chinesen, die die Regierung kritisieren, bedrohen und halt vielleicht auch Schlimmeres mit denen machen wollen, beziehungsweise vielleicht auch zurück nach China führen wollen, damit denen dort halt eine gerechte Strafe, also was heißt gerecht, kann man das nicht sagen, ne? Aber dass sie ihre Strafe dann dort absitzen und wenn die dann überhaupt jemals wieder das Tageslicht sehen. Nice. Aua. Ah ja, das ging bestimmt richtig aufs Steiß. Achso, da. Achso, er ist da. Oh, ein Fleischwolf. Oh, ach da. Motherfucker! What the fuck? Yeah! What the fuck? So. Vor allem, wie dumm die sind und einfach direkt auf uns zurennen. Exit over here, man! Boah, Alter, wenn ich so einen durchlöcherten Rücken hätte, dann da stehe ich doch nicht nochmal auf. So. Ui. Achso, den haben wir ja selber, ne? Das fährt sich schön. Ach, da haben die uns wirklich hier festgehalten. Ich hab wirklich... Oh, jetzt kommen die uns. Lol, das war knapp. Ja. Hallo, bist du dumm, du dumme Kuh, Alter? Boah, dann kriegt man nicht auf den Senkel. So. Oh, das schöne Auto. So. That it? We clear? Yeah, man, we clear. Fuck me, man. What a scene that was. That's about the size of his shit. Yeah. Whew. Back there on that meat hook, I thought it was over. When the dude had the knife on me, man, I thought the same thing. Frank, thank you, bro. You didn't have to. Yeah, bro, of course I did. If this shit means anything, shit, the second I knew. Hey, how'd you even find me? Lester sent me this app that tracked your cell signal. Ah, Lester.
how'd you even know I got snatched up? Trevor told me. Kinda. I asked him what he knew about you disappearing in North Yankee. Yeah, I bet he wasn't that forthcoming, was he? Ja, lass mich bitte erstmal kurz hier umdrehen. How'd they pinch you anyway? Oh shit. We're up there, and Trevor freaks the fuck out. He was about to kill me, frankly. And then these Chinese guys show up. They take me. He fucks up. For real? Too real. Okay. Well, if you don't want to talk about that, how about Devin Weston? Weston? We delivered the... the last of them cars. Only he ain't paid us yet. Says he gonna invest the fucking money. Well, he's a clever guy. You know, that might not be such a bad idea. Are you fucking serious? Look, Franklin, you're gonna get your money, okay? From the sounds of it, you'll even get some interest, too. And I got this other deal with Weston down at the film studio. So we gotta wait for that to play out before I got any leverage over your deal. For real? Oh, Franklin, I've had my feet chained to a meat hook for the last few hours. Give me some time, I'll figure it out, I promise. Yeah, whatever. Pinky promise. All right, then, I'll see you. For sure. Hey, sure you don't want to come in? Wie das Franklin, oh Gott. Michael aussieht. All right, well listen, thanks. Look, man, before you go, what the fuck happened up there? I said, Trevor went crazy, tried to kill me, I got jumped by the Chinese. Man, before all that, I'm talking about the feds. Trevor, this guy Brad, man. I know what you meant. All right, look, I made a judgment call. I don't know if it's the right one. I did what I thought I had to do. I had a young family, Franklin. I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose. I saw an out, a future for me, for my family. I took it. You took it? Man, you burned every motherfucker you've ever known. It was that or die. Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet, but you will. When you got ties of your own. Look, you wake up one day, and your legs, they just give. You just can't run anymore. All right, man, look. You watch your back, all right? When Trevor finds out you're still alive, I don't know what the fuck he gonna do. Don't worry about Trevor. He's not gonna get near me. Hey, you watch your back. You hear me? Dog, it ain't me he coming for. We straight. It's you, dog. It's you. I'm just saying. Franklin mit seinem Fallschirmanzug. Ach, Michael. Michael, Michael, Michael. So ist es aber wahrscheinlich überhaupt nicht geschafft. 70% schnelle Rettung. Ja, trifft genau, ich begrenzter Wechsel. Ach so. Das sieht wieder normal aus? Nee, immer noch so geschunden wie zuvor. Aber wir sind wieder in unserem getrauten Heim. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge bei dem S wieder, was wahrscheinlich so viel heißt wie Salomon. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass es Salomon heißt. Hier haben wir unsere wundervollen Autos und das Auto von unserem Therapeuten. Wenn der wüsste, wo wir gerade abgehangen haben. Michael, deine Freunde vom Büro wollen was mit uns bereden. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen zur Textilfabrik kommen. Komm doch hin, sobald du kannst. Nee. Nein. Niente nada. Ja, der hat gerade Wuhu gesagt und dann habe ich nur Krachen gehört, aber anscheinend ist alles soweit in Ordnung gewesen. So, das Auto nehme ich auf jeden Fall mit, weil ich brauche nämlich neues Gefährt. Vielen herzlichen Dank, dass ich mir dieses Auto ausleihen darf. Und ja, wie gesagt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.